diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Metadaten von Bildern, sogenannten EXIF-Daten, herausfinden kann, wo ein Bild aufgenommen wurde. Es gibt verschiedene Add-ons, wie zum Beispiel diesen EXIF-Viewer. Wenn ich den installiert habe, reicht ein Rechtsklick auf EXIF-Viewer. Dann öffnet sich ein kleines Fenster und die Metadaten, die in diesem Bild versteckt sind, werden mir angezeigt. Zum Beispiel, wann dieses Bild aufgenommen wurde, um wie viel Uhr es aufgenommen wurde. Hier sieht man, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde. Und wenn ich weiter runter scrolle, können in so einem Bild auch GPS-Daten drin sein. Und so ein EXIF-Viewer bietet mir dann gleich die Links zu Google Maps, Bing oder MapQuest. Und dann sehe ich schon hier, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Und wie üblich kann ich hier natürlich dann die Satellitenansicht oder Street View oder ähnliches anschalten, wenn ich das haben möchte. Gut, eine weitere Möglichkeit wäre so eine Webseite, wenn man nichts installieren möchte, wie exif-info.org. Hier kann ich entweder eine Datei hochladen oder eben eine URL anwenden. Steuerung C, Steuerung V. Kopiert und auch hier sieht man, es wird einem angezeigt, wo sind die Daten jetzt? Hier, wann wurde es erstellt? Muss halt immer ein bisschen suchen und sieht, dass es wohl mit Lightroom bearbeitet wurde. Und eigentlich sollten hier irgendwo auch die, ach, hier oben ist es gleich, die Geodaten sein und hier ist gleich der Link zu OpenStreetMap. Ja, das Hauptproblem dabei ist, dass wenn ich so ein Bild in soziale Netzwerke hochlade, wie Facebook, Twitter und so weiter, diese Metadaten, diese EXIF-Daten, verloren gehen, weil die von den Betreibern entfernt werden und somit stehen mir die bei solchen Bildern nicht zur Verfügung, aber auf anderen Webseiten wie hier bei Wikipedia können diese Daten natürlich noch enthalten sein und das macht das Herausfinden, wo dieses Bild aufgenommen wurde, natürlich signifikant leichter, wenn ich eine Geoposition bereits habe, also GPS-Daten. Ja, das war es auch schon wieder zu dem Thema. Bis demnächst. Ciao.